Bürgermeister Dietmar Summer, als Sie 2010 den Bürgermeistersessel übernahmen, sprachen Sie davon, dass Sie hier Ihren Traumjob gefunden haben. Jetzt ein Jahr später, nach den Wahlen, ist es immer noch so? Das ist immer noch so. Also im Gegenteil, es hat sich verstärkt. Ich habe jetzt Kontakt zu Leuten, die ich während der Berufszeit verloren habe, wieder gewonnen. Und das ist wirklich auch eine Freude, dass man mit in Diskussionen Feedbacks bekommt und auch bestätigt wird. Wie in Koblach soll auch hier ein Projekt, das sich Dorfmitte nennt, entstehen. Können Sie schon etwas dazu sagen, was hier geplant ist seitens der Gemeinde? Die Vorgängerin, die Frau Bauert, hat sich damit befasst und wir haben und sind dabei, dies weiterzuführen und haben mit Investoren jetzt sind dabei, Planungen einzuleiten. Das Ziel ist etwa, dass wir bis in 2013, 2014 hier zu einer Realisierung kommen. Was soll denn dort alles mit eingebunden werden in dieses Projekt Dorfmitte? Es soll also Gewerbegebiete, es soll ein Raum sein für Ärzte, vor allem also auch im weitesten Sinne, wir sind eine familienfreundliche Gemeinde, im weitesten Sinne Geschäfte, Unternehmungen, die damit einen Zusammenhang haben. Es soll aber auch so sein, dass das nicht ein toter Bereich wird, sondern dass er auch lebendig wird, dass es ein Begegnungsort wird, der auch einlädt zum Verbleiben. Es ist beispielsweise gedacht, dass hier ein Tagescafé angesiedelt wird, wo bereits Interesse vorhanden ist. Jetzt wurden Sie auch seitens des Land Vorarlbergs angefragt, an einem Bürgerbeteiligungsprojekt teilzunehmen. Es ist dann noch relativ unklar, welche Inhalte könnte diese Bürgerbeteiligung für Sie umfassen und einschließen? Ja, wir haben hier mehrere Bereiche, die wir eigentlich mit der Bevölkerung diskutieren möchten und auch meiner Meinung nach müssen. Das ist einmal die Dorfmitte, der Verkehr. Wir sind sehr gut erschlossen, das bietet natürlich Vorteile, dass wir für die Geschäfte, dass sie gut erreichbar sind. Das zeigt auch, dass wir beispielsweise die Nahversorger angesiedelt sind, dass Apotheke, Ärzte und so weiter vorhanden sind. Aber es ist auch eine Belastung und hier möchten wir Lösungen suchen, die das Familienfreundliche und auch zum Verweilen einladen. Und dazu möchten wir natürlich die Bevölkerung mit einbinden. Der zweite Punkt ist, wie bekannt ist, dass wir finanziell klären müssen, wie wir hier wieder in eine richtige Lage kommen. Und da denke ich, ist es auch notwendig, dass man sich mit der Bevölkerung auseinandersetzt und nach Lösungen sucht und auch darüber diskutiert, worauf könnte man verzichten, zumindest einmal temporär. Wenn Sie das ansprechen, sich mit der Bevölkerung auseinandersetzen, ein wichtiges Anliegen ist ja Ihnen auch persönlich die Kommunikation in der Gemeinde unter den Bürgern, aber auch den Betrieben und Neuzugezogenen. Welchen Wunsch und Vorstellungen haben Sie dahingehend? Das ist mir wirklich ein Anliegen, bereits wo ich zur Wahl angetreten bin, dass wir die Kommunikation fördern. Und wir haben jetzt mit dem Wirtschaftstag in den vergangenen Wochen dies bestätigt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben das Spielefest gemacht und möchten jetzt im kommenden Jahr mit auch den Neuzugezogenen und mit der Bevölkerung hier ein Dorffest machen, wo praktisch also die Neuangekommenen die Möglichkeit haben, Weiler kennenzulernen, auch die Weiler kennenzulernen. Und ich denke, nur mit Kommunikation kommt man zusammen und kann man auch an Stärke gewinnen.